So, hallo. Zu einem Update-Tutorial. Ihr wisst ja sicherlich schon, damit seit längerem Snapshots für die 1.8-Version rauskommen. Normalerweise habe ich es ja immer so gemacht, damit ich die das Update vorgestellt habe, wenn es auch die richtige bugfreie Version eben draußen ist. Aber da das jetzt noch so lange braucht, bis Sommer, also bis Mitte, Ende Sommer, braucht und da ich gerade nicht so coole Mods zum Vorstellen habe, habe ich gedacht, ich fange jetzt schon mal an, da es so ein großes Update ist, schon mal das vorzustellen, was bereits bekannt ist. Ja, und deswegen bin ich gerade hier noch im Snapshot, weil man kann es noch nicht in der Vollversion spielen. Wie man das hier im Snapshot spielt, das blende ich euch jetzt mal hier kurz ein. Da geht ihr einfach auf euer Profil und erlaubt eben dem Spiel damit, man auch mit Snapshots, also eben Versionen spielt, die nicht so ganz bugfrei sind. Und dann wählt man einfach am besten den neuesten oder den aktuellsten Snapshot aus und drückt dann einfach auf Play und dann ist man eben, also zurzeit jetzt gerade in der 1.8. Da ja nur nicht die Vollversion draußen ist. Und jetzt fange ich jetzt mal mit den ersten Neuerungen an. Also ich mache es einfach mal in der Reihenfolge, wie es in Minecraft Wiki auch gelistet ist. Ich verlinke das auch nochmal unten. Jo. Und zwar haben hier die Splash-Texte, sind neue dazu gekommen. Da wo jetzt Bread is Pain draufsteht, zum Beispiel, sind dazu gekommen. Do you want to join my new server? Put a little fence around it. Rise from your grave. Warning, a huge battleship Steve is approaching fast. Und noch viele andere. Wer möchte, kann die sich gerne durchlesen. Auch wenn die als, sag ich mal, nur zur Deko im Hauptmenü sind, in dem man ja meistens nur kurz verweilt. So, jetzt machen wir uns mal eine neue Welt. Ich will mal Game Mode Creative raus. Und dann, also hier ist egal was. Und dann create ich mal die neue Welt. Und dann gibt es nämlich dort die Option, wenn das geladen ist. Also die Welt muss in der 1.8 eben generiert sein. So viel ich weiß, ihr könnt es auch mal bei 1.7 Welten ausprobieren. Also wenn ihr jetzt wisst, was ich gleich damit mache mit der Welt, sobald die mal geladen hat. So, dann sind wir jetzt hier in der Welt drin. Sieht eigentlich noch normal aus. Aber wenn wir jetzt mal hier in die Options gehen, warte ich mal jetzt erstmal kurz das Source Pack raus, damit man auch alles sieht. Jetzt wollte ich gleich vor der Aufnahme machen, aber natürlich denke ich wieder an nicht so viel. Und zwar hier bei der Difficulty kann man auch immer umstellen natürlich, außer man macht hier das Schloss hin. Und dann sperrt man sozusagen der Schwierigkeitsgrad auf der Welt. Und jetzt fragt eben, ob man es wirklich eben sperren will, damit man es nicht mehr verändern will. Und es wird eben immer normal sein und man wird nie fähig sein, es zu ändern. Bestätige ich jetzt mal. Und wie man sieht, kann man jetzt nicht mehr draufklicken. Das Einzige, was noch geht, ist, wenn man Cheats aktiviert hat, kann mit dem Difficulty-Befehl noch immer die Difficulty verändern. Aber wenn man jetzt die Cheats ausgemacht hat oder eben keine Rechte hat, kann man eben die Difficulty nicht mehr verändern. So, es gibt auch zwei neue Shader. Den Creeper Shader und den Spider Shader. Ich blende jetzt einfach hier kurz jetzt zwei Bilder ein, wie die aussehen. Ich habe jetzt keine Lust, die hier, also man kann die auch hier über die Super Secret Settings bekommen, aber ich habe keine Lust, die jetzt rauszusuchen, ehrlich gesagt. Ich blende die jetzt einfach kurz ein und die bekommt man eben, indem man also im Beobachtermodus, dazu kommt auch mal noch was, das ist auch ein neuer Spielmodus, wenn man im Beobachtermodus auf einen Creeper klickt, hat man eben den Creeper Shader. Und wenn man im Beobachtermodus auf eine Spinne klickt, hat man den Spider-Shader.
Und wenn man im Beobachtermodus auf einen Enderman klickt, dann bekommt man einen Invert Shader. Ich blende den jetzt auch kurz ein. Den gab es bereits, aber schon davor. Also sind nur jetzt zwei neue Shader dazugekommen. So, jetzt machen wir mal kurz ein paar Erfolge. Ah, wartet mal kurz. Ich muss nochmal in Game Mode 1 und mir was holen. Apple mit 2p natürlich. Gold. Vielleicht ahnt der eine oder andere schon. Es gibt nämlich einen neuen Erfolg. Um den zu bekommen, brauchen wir aber erstmal technischer Fortschritt, und das bekommt man eben, indem man eine bessere Spitzhacke als eine Holzspitzhacke craftet. Das mache ich jetzt mal kurz. Jetzt habe ich den Time to Mine, und jetzt habe ich, Alter. Jetzt habe ich den eben technischer Fortschritt oder Getting an Upgrade auf Englisch. Und jetzt kann man eben, wenn man jetzt ich glaube, der heißt Notch Apple oder so, korrekt gesagt. Also auf jeden Fall den verzauberten goldenen Apfel. Eben, wenn man den craftet, dann bekommt man eben den, das Achievement Overpowered. Was heißt das auf Deutsch? Oder steht da eine Übersetzung? Okay, deutsche eventuelle Übersetzung steht da übermächtig. Also, oh, guck mal, sogar eine schöne Farbe. Ja, Bilder Notch Apple eben, diesen übertriebenen Apfel, bei dem man, sieht man ja hier, Absorption, Regeneration, Resistance to Fire Resistance, als der übertriebene OP-Apfel. Der beliebte schon PvP, oder wenn man den hat, dann kann man ja schlecht getötet werden. So, was auch noch sehr interessant ist, ich blende, wenn man F3 drückt, das heißt Debug-Bildschirm. Debug-Bildschirm. Ihr seht ja, ich weiß nicht, wie oft ihr darauf in den vorigen Versionen geschaut habt, aber es hat sich auf jeden Fall was verändert. Ich blende jetzt hier mal kurz ein Bild aus der 1.7 ein, also in allen Versionen davor. Buddy joined your channel. Hallo? Ja, keine Ahnung, was auf dem TS jetzt abgeht. In den Versionen davor war es auf jeden Fall anders. Und zwar, die FPS und so da oben ist alles gleich geblieben eigentlich. Nur die Koordinaten werden jetzt anders angezeigt. Was war das gerade für eine Message noch? WhatsApp. Und zwar, werden die jetzt in einer Zeile eben angezeigt, also erst X, dann Y und Z. Also X ist ja jetzt in eine Richtung, Z eben in die andere. Ne, hier ist X Richtung, hier ist Z Richtung und Y ist ja Höhe. Genau. Dann wird jetzt auch angezeigt bei Block unter X, Y und Z, also hier, welchen Block man anschaut, was der für Koordinaten hat. Dann darunter der Chunk, in dem man steht, dazu kann ich jetzt wenig sagen. Und dann darunter im Facing, also in welche Richtung man schaut. Jetzt schaue ich gerade Richtung Norden, also wenn man jetzt hier weiterlaufen würde, verringert sich das Z, wie das auch da steht eben. Dann darunter steht das Biome, Forest, ich glaube davor stand nur B. Und bei Light, das ist Licht, das ist jetzt ausgeschrieben. Warte mal. Ja, das ist ausgeschrieben. Ach so, warte, das Block unter X, Y, Z ist der Block, auf dem man draufsteht, nicht den man anschaut. Das habe ich falsch gesagt. So, dann Local Difficulty ist 0 ist eben, warte, was war 0? 0 war Peaceful, einfach wäre 0,75, normal wäre 1,5 und schwer wäre 2,25. Also ich habe es hier jetzt ausgemacht, aber wenn ich jetzt mal hier den Difficulty 2 zum Beispiel macht, dann verändert sich's. Und bei Day 0 sind eben die Tage, die seit der Weltgenerierung eben vergangen sind. Also, und wenn ich jetzt mal einen Block anschaue, dann steht jetzt rechts wirklich, wie heißt Information darüber. Warte, schau mal einfach einen Block an. Ja, das ist auch nicht so. Ich brauche irgendwas. Ja, keine Ahnung, ich schaue jetzt mal Erde an. Oder Gras. Da steht jetzt Block Minecraft Grass, dann das Model, Grass Normal und Snowy Falls, also das heißt, es gibt keinen Schnee drauf, wenn ich jetzt da hochgehen würde. Warte, kann ich auch mal kurz machen.
Dann, wenn ich jetzt hier den Block anschaue, dann ist Minecraft Grass und Snowy True. Und ist auch interessant bei Holz zum Beispiel oder bei, wenn wir mal Laub angucken, Minecraft Leaves und dann Mottled Leaves Oak, also Eichenblätter. Dann Decayable, also ob es eben abbaubar, also ob so, wie heißt es, halt eben weggeht, wenn der Stamm weggeht. True. Und wenn ich den Baum angucke, dann steht da auch da eben Variant, also da wurde Oak, ich habe okay gelesen, also Eiche, und hier steht noch dran zum Beispiel Lock Upright, also damit der Holzstamm nach oben zeigt in Richtung, also Axis, Achse, Y-Achse, also nach oben, und Variant eben auch wieder Oak. Jo, das ist eben der neue Debug-Bildschirm. Im Chat hat sich auch ein bisschen was geändert, man kann jetzt zum Beispiel den Chat leeren, indem man F3 und D gleichzeitig drückt. Guck, schaut, jetzt ist der Chat weg. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, hier bei den Tooltips heißen die, früher stand da ja nur dran eben die Zahl des 0270 und dann noch also das plus 2 Attack Damage steht ja immer da, und wenn man was abbaut. Naja, Gamewatch ist da ein bisschen falsch. Wie viel es eben noch abbauen kann, aber jetzt steht noch da, das Minecraft wurden Pickaxe, und wenn man sich jetzt das auch hercheaten will, also mit GIF oder so, dann kann man nicht mehr eine ID eingeben, wie es früher war, sondern jetzt muss man es wirklich ausschreiben, also Minecraft wurden Pickaxe zum Beispiel. Oder eben die anderen Zahlen, also nicht mehr mit den Zahlen, die zwar noch dahinter stehen, sondern mit den langen Namen, die da stehen. Und ich denke mal, das ist dann, kann man es auch einfacher finden als, okay, Zahlen kann man sich natürlich auch merken, aber das ist dann vielleicht nicht ganz so einfach. Jeder Spieler bekommt auch so eine ID, jetzt so viel ich weiß. Also ich glaube jetzt nicht, dass es, beim Spieler wird es wahrscheinlich so eine Zahlen-ID sein. Ich weiß nicht mit dem UU-ID genau. Weil jetzt kann man, oder ab der 1.8 kann man ja seinen Namen ändern. Und damit eben die Spielerdaten, oder die zu einem Spieler gehören, eben in derselben Datei abgespeichert werden, wird das Spiel halt als, nicht mehr als Person, sondern eben als Zahl abgespeichert sozusagen. Damit egal wie man heißt, es trotzdem richtig damit es richtig identifiziert wird. Aber ich glaube, man kann es jetzt nicht umbenennen. Also ich mich jetzt zum Beispiel nicht mit Gronkh oder so, also Leute, die es schon gibt. So, bisher war es so, dass man beim Skin konnte man oder musste man den rechten und den linken Arm, so wie ich glaube, das rechte und das linke Bein musste gleich sein oder war einfach gleich. Man konnte nicht einfach die beiden oder das rechte und das linke Gliedmaß nicht einzeln editieren. Und das ist jetzt auf jeden Fall möglich, damit die eben bearbeitet werden kann. Außerdem kann man irgendwie, also früher konnte man ja über dem Kopf so noch eine Schicht drüber legen, also Hut oder eine Maske oder sowas. Jetzt kann man über den ganzen Körper so eine weitere Kleidungsschicht legen. Und einzelne Bereiche dieser Schicht können eben ausgeblendet werden hier bei Skin Customization. Ich denke mal, das geht jetzt noch nicht, weil eben die 1.8 nicht vollständig raus ist. Man kann jetzt auch noch nicht seinen Namen ändern. Damit man eben einzelne Sachen ausstellt, also zum Beispiel Cape, Jacke, das rechte Hosenbein. Also damit man wirklich Kleider sozusagen hat. Aber dann kann man ja, wenn ich es jetzt richtig verstehe, irgendwie bin ich das ja als nackt mehr oder weniger, und dann kann ich noch Kleider drüber ziehen. Dann habe ich einfach richtige Fette, meinen Körper bemalt, richtig tätowiert, pam, pam, pam. Ja, ja. Und dann kann man noch sagen, damit die Server anscheinend neue Icons haben, obwohl ich das, also das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber weil die 1.8 noch nicht draußen ist, anscheinend ist das Standard-Server-Icon in Form des Icons für unbekannte Ressourcenpakete. Und wie ihr seht, sind jetzt hier drei neue Pfeile da. Also hier, der Pfeil ist fürs Joinen, also damit man auf den Server joint. Also man kann hier draufklicken und dann Join-Server, oder halt direkt hier auf den großen Pfeil. Und mit den kleinen Pfeilen kann man eben nach oben und nach unten verschieben.
Jo, ich denke mal, das war's jetzt mal fürs erste Video. Ich werde, wie gesagt, als nächste Woche wieder einen Command-Blog total von Marco. Und dann halt immer zweiwöchig, wenn ich dran bin, werde ich jetzt wahrscheinlich immer Update-Tutorials machen und das nach und nach alles vorstellen. Damit ihr schon ein bisschen informiert seid, wenn das Update dann auch wirklich rauskommt. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wie fandet ihr das bisher, was jetzt alles neu dazugekommen ist? Würde mich über eine Bewertung freuen. Also sagt mir, wie es landet. Wenn ihr natürlich noch Mods habt, die cool sind, die ich vorstellen soll, dann dürft ihr es auch machen. Dann schiebe ich vielleicht noch eine Mod-Vorstellung mal dazwischen. Okay, das war's dann. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Ach ja, ihr kommt jetzt hier noch zu zwei anderen Videos. Ich würde mal sagen, das eine ist die letzte Mod-Vorstellung und das andere ist Markus' letztes Tutorial. Also schaut da auch mal vorbei. Ciao.